Herzlich willkommen zurück, Freunde! Ja, was war da los beim letzten Mal? Unter unserer Gürtellinie war es der trockener als bei Keith Joss Mom, wenn sie breitbeinig nackig in der Wüste liegt. Freunde, willkommen zurück zu Tomile, dem Ölbuddel-Superspiel, wo auf dem Bildschirm nicht so viel passiert, aber in unseren Minds werden wir alle geblowt. Okay, Ricardo, was gibt's bei Daphne? Bei Daphne kann man Cheats kaufen. Is there anyone you'd like to talk to? Kyle, was hat Kyle? Boah, aber, oh, ist das teuer. Da kann ich ja nicht mal mehr auf Land bieten. Ich glaube, wir bieten erstmal auf Land. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Zuerst auf Landauktion. Hallo, Landauktion. Ja, so, bitte, danke. Oh, hier gibt es aber nicht mehr so viel Land. 31, 29, 33, 42, 46. Das hier sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da will ich hin. Hey, was? Okay, dann gehe ich da hin. Ja, jetzt leck mich aber in der Tasche. Ha, leck mich am Glas. 2000 Flocken oder was? Was habe ich bezahlt? Ja, sicher. 2000 Mocken. Mole. Wie Mole? Was Mole? Wieso Mole? Counter, hier gibt's keine Moles. Der Workshop, Tiefe. Mole! Buy some stuff, you won't regret it. Wollen wir einen Mole? Would you like to have this lovely Mole? He'll dig for you, but he's kinda erratic. Oder upgraden wir mal hier unseren Dowser. Weil, wenn jetzt wirklich mal Öl ganz tief liegt. Egal, wir nehmen den Mole. Ich will auch den Mole, Alter, wenn Blanche den Mole hat. Aber guck mal, wie viel Geld Blanche hat, trotz dass sie den Mole gekauft hat. Das kann doch gar nicht sein. Oh, aber bis jetzt musste ich mir noch kein Geld leihen. Und Leute, das ist ja mal wohl... Try your new Mole. Click on the Mole Icon. And click on the Mole Bowl. Okay. Hire a Dozer. Dann dosen wir hier. Oh, da ist schon was. Da ist schon was. Ja, leck in der Tasche. Da zapf ich doch mal direkt an. Aber jetzt konnte ich mir gar keinen Ölcheat mehr kaufen. Schade. Ich werde noch einen Wagon bauen und direkt ein Silo. Er hat auch was gefunden. So, und jetzt mache ich mit dem, baue ich mich nach rechts. Und mit dem baue ich mich nach links. Oder Friends, so machen wir es. Ey, wieso verkaufst du da so billig? Geh da rüber. Gib dem doch nichts. Macht mal ein bisschen Geld, Freunde. Wow, der größte Ölrausch von 1983. Oh nein, verkauft mehr Öl, Leute. Verkauft mehr Öl. Oh, hätte ich jetzt einen Ölcheat gekauft. Warum habe ich nur den Maul geholt? Ah, das wird raus spillagen. Ich werde ordentlich die Umwelt verpesten, glaube ich. Was, wegen 2 Dollar? Wieso? Wegen 2 Dollar fehlt mir hier ein Pferd. Komm schon. Pferd. Spillage. Es läuft über. Wir brauchen mehr Geld. 76 Cent, oh mein Gott. Oh, 1000 Dollar schon weg oder so. Oh, Mist. Oh, wieso? Alter. Hier ist aber auch der Ölrausch jetzt ausgebrochen. Noch mehr Wagen. Füllt alle das Silo. Füllt alle das Silo. Oh, 80, dann könnt ihr aber eigentlich mal hier auch direkt verticken jetzt. Wir brauchen jetzt mal Geld. So. Und mit dem baue ich jetzt mal hier so nach links. Achso, ich habe gar kein Geld. Verkauft jetzt mehr. Tut es. Tut es. Spillage. Ich will kein Spillage. Alter, das gibt's doch nicht. Aber hier links, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. 82, 83. Okay, ab nach links. Alles verticken. Scheiß auf das Silo. Nein, scheiß nicht auf das Silo. Ich mach mal einen Silowagen. Ich glaube, ich brauche 2 Silowagen. Da hilft ja alles nichts. Mal, wisst ihr, was ich jetzt mache? Alter. Richtig schön verkaufen, Leute. Richtig schön verkaufen. So, jetzt kann ich auch mal den einen oder anderen Maulwurf hier einsetzen.
Dann blab ich nicht so blind. Ich glaube, ich kann die eh nicht so perfekt steuern, oder? Die futtern sich da irgendwie durch und dann kauen die da random irgendwie an irgendwelchen Ecken rum. Boah, Leute, alles verkaufen jetzt. Alles verkaufen. Er ist auf 1,14. Na, ich da hier schon ein Löchlein gefunden. Und bitte. Und da ist auf jeden Fall auch was. Und da ist auf jeden Fall auch was. Ha, very nice. Ha. Ha, ha. Ha. Und da ist auch noch was. Ey, Leute, das wird der große Ölrausch von 79 hier. Ich habe noch nie erlebt. Oh, da ist noch ein Gerät. Da ist noch ein Gerät. Wir brauchen mehr Wagons. Ganz klare Sache. Und ein Silo. Alter, ich kaufe hier noch mal Maulwürfe. Wir haben jetzt richtig Asche. Das wäre mal der Hammer. Hier auch noch mal ein Maulwurf einfach mal grob hingesteckt. Ach, was verticken die da? Nein! Oh Gott, ey. Ich bräuchte so ein Alarmsystem, wenn er unter einen gewissen Preis geht. Wisst ihr, Leute, der Kreis, das ist ein alter Mann. Ja, ich bin ein ganz alter Mann. Alter, ich bohre hier mit den zwei Türmen den Saft aus der Erde, Leute. Das ist der Hammer. Das ist ja der Hammer, ey. Na komm, hier mal noch so ein Maulwürfle. Und hier nochmal ein Maulwürfle, hä? Wo haben wir nochmal einen Würfle? Hier kommen wir mal auch nochmal ein. Für 2000 Euro hier ein paar Maulwürfle kaufen. Oh, da ist ja wahrhaftig auch noch Eule. Wahrhaftig noch eine Eule gefunden. Alter. Na, da ist doch auch noch Eule. Sehe ich doch. Alter, ich pump den Laden leer hier. Ich pump den Laden leer. Ey, ich habe das zukunftsorientierteste Saugsystem gebaut. Jetzt brauchen wir nur noch raussaugen. Wir brauchen nur noch raussaugen und verkaufen für den besten Preis. Das ist immer wichtig. Guck mal, wie viele Fahrzeuge ich habe. Ich habe 11 Fahrzeuge. So viele braucht kein Mensch. So, jetzt geht's hier rüber zu den... Da steigen die Preise, Freunde. Kack auf die Silos, solange ihr saugen könnt. Aber hier kann ich ja mal richtig rauspumpen jetzt. 99. Alter. Komm schon. Solange hier nirgendwo ein Spillage droht. Komm, wenn er unter 70 geht, sparen wir ein bisschen. Verkaufen wir immer noch mit 5, aber den Rest pumpen wir in die Silos erstmal. Das ist ja erstmal ein halbes Jahr rum. Ich weiß nicht, ob ich unter 70 verkaufen will, so richtig viel. Nur man muss... Oh, 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 ja, jawohl, jetzt geht's hoch auf den Dollar, komm schon, komm schon. Das kriegst du hin, das kriegst du hin, jawohl. Verkauf die Suppe, Leute. Bis nichts mehr übrig ist. Bis... Oh, 1,30, das ist ja der Wahnsinn. Alter, reiß das Zeug aus dem Boden, ey. Na, da geht der Preis drastisch wieder runter. Also wir bleiben hier, oder? 80. 77, ja. Wieder ein bisschen was in Silo füllen, aber immer noch hier rechts ist immer noch besser. September haben wir. Mal gucken, ob wir es noch leer gesaugt kriegen hier vor Ende des Jahres. 58 ist ein bisschen wenig, Leute. Komm, dann gehen wir hier rüber mit 5 Wagen oder 6 und machen hier auf 0. Weil das ist nicht so geil, ne? Wenn wir da unser Öl verschenken, wollen wir es ja auch nicht. Ein bisschen Profit wollen wir machen. Aber wobei, jetzt lohnt es sich gerade gar nicht, ne? Pumpt mal alles erstmal in den Container, Leute, bis sich der Ölpreis hier wieder beruhigt hat. Oh.
Das hält wohl nicht lange durch hier, dieses Silo. Kacke. Ja, dann muss ich ja hier so günstig verkaufen. Kein Platz mehr. Ich will kein Silo mehr bauen. Weil es ist schon Oktober. 55, 60, jetzt geht er hoch links, geht er hoch. 64, 65, okay, warte, legen wir schon mal ein bisschen Personal wieder mit drauf. 70, jawohl, und alles drauf, es ist schon Oktober und das Jahr ist bald rum und wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir müssen alles rauspumpen jetzt aus den November, Leute, es ist November, wir müssen das Öl loswerden. Komm, ich kaufe noch zwei Wagons. Wir müssen alles raushauen. Alles, alles. 1,20. Alter, rechts geht mehr, rechts geht mehr. Alle nach rechts. Boah. Okay, die sind leer gesuppt. Okay, links geht's hoch. Es ist Dezember, jetzt kann ich eh nicht mehr früh verkaufen. Dann nehmen wir noch die letzten Schlückchen mit. Alles raus, alles raus. Höchstmöglicher Profit. Und im Moment, auch wenn es nur 50 gibt, die wissen genau, dass sie zum Ende hin nochmal die Preise drücken können, die Säcke. Alter, mit nur einem so ein Spit-Oil da Dings gefehlt. Boah, $3000 habe ich fast versaut, aber 40.000. Und um das Grundstück hat sich keiner geprügelt. Alter, werden die sich ärgern. Ricardo, Ricardo, el amuncio della donce, della vanci, della menche. Der alte Lump, boah. Ricardo, jetzt können wir mal wirklich was kaufen hier. Oh, oh. Branch mal 3, mehr Branches? Nee, oder? Timer? Was ist ein Timer? Rigs are now better resistant against high pressure, so they are less likely to spill. Ach so, okay, weniger Spill, aber boah, 20.000? McMoneys, dir leih ich bald Geld. Guck dir meine Kohle an, Ricardo, Alter. Er ist der richtig krasse Boss. Was redet der da? Eigentlich könnte ich ja hier... Herd size. I will buy 10 extra horses, so you can now have 25 of them. Okay, nee. Okay, die können larger wagons pullen. Sollen wir larger wagons machen? Ist eigentlich ganz praktisch, so das Abbefördern. Oder? Warte mal. Oder? Nee, hier kann man gar nicht scrollen. Ich dachte, hier kann man scrollen. Wir gehen erstmal Land holen. Wir holen uns erstmal Land und dann schauen, was an Geld übrig bleibt. Weil jetzt, glaube ich, Freunde, wird hier hart gebiddet. Boah, hatte ich ein geiles Feld da oben, 48er. Open your bids. Hier ist schwach. Hier ist stark. Dann wenn, dann hier. Ey! Alter, alle kloppen sich da drum. Dann gehe ich da oben hin. Boah! Alter, was zahlen die denn dafür? Ist das ein heftiges Feld? Boah. Okay. A great piece of land. Beat me, sagt sie. Katja, here's where the oil is. Sagen die das immer? Sie hat Branch und Breite gekauft. Daisy, Daisy. Daisy gradet sich ab, ey. Daisy gradet sich ab, Freunde. Naja, gut. Machen wir das Beste draus, oder? Machen wir das Beste draus und gehen wir zu Daphne. Ono, 82 bei Red oder was? Riding, ja. Riding, there's a low interest sound. Interesting, pay me some cash and I reduce next year interest rates by 10%. Das kostet nur $300. 82 ist geil. Das nehmen wir für 6,5. Zahlen wir mal ein Bestechungsgeld. Riding ist right. brauche ich schon irgendwie ein krasses Upgrade oder sparen wir uns die Kohle? Hm? Gehen wir mit 30.000 ins letzte Feld. Weil ich war eigentlich ja jetzt schon ganz gut, oder? Ich habe ganz gut abgeräumt. Oh, wir kriegen das schon hin. Dig it. Can you dig it, sucker? Okay, okay. Ich würde sagen, das erste Feld suche ich, mache ich einen Dozer und hier vielleicht einen Maulwurf. Mit dem Maulwurf brauchen wir natürlich super Luck, ne? Mit dem Maulwurf brauchst du super Luck, aber wir kriegen das hin. Und? Ist da was hinter? Ist da was hinter? Oh, ne, nichts dahinter. So ein heißer Maulwurf. Er ist so eine heiße Bui. Und? Oh. Hey, er hat was gefunden. Alles klar. Zack.
Und Stich. Komm schon, lass es ein riesengroßes Monsterölfeld sein. Mit richtig viel Monsteröl drin. Oh, da ist eins. Da ist eins. Oil. Und es floatet, Freunde, es floatet. Und aber wir sind natürlich am weitesten weg hier jetzt von der Red Super Ink. Silo, noch ein Pferd. Und abtanken. Richtig abtanken. So, jetzt die Frage, machen wir den Rest mit Moles? Einfach hier so ein paar Moles verstecken. Mal zwei Stück reinhauen. Geil, jetzt kann ich die ganze Zeit wieder an Red verkaufen und brauche nicht die ganze Zeit schauen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber wir saugen natürlich schnell hier an unserem Grund und Boden. An unserer Lebensgrundlage. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken hier. Jetzt geht es nämlich bei Blau auch ein bisschen zur Sache. 84, 85, aber rechts geht es aufs 90, geht es auf den Dollar. Das finde ich schon mal ganz gut. Geht's auf den Dollar? Hm, muss auf den Dollar gehen. Also wenn es auf den Dollar geht, dann bitte alle verkaufen. Alles verticken. Oh, Dollar 5. Es geht bei beiden irgendwie auf den Dollar irgendwie. Was ist das für crazy shit? Spill! Nicht spillen! Dollar 10, Dollar 11, beide, Alter. Dollar 12, links ist besser. Dollar 13. Alle nach links verticken. Alle nach links. Boah, was geht da ab, ey? Tanken, Freunde, tanken. Ey, hier muss doch der Mole, muss mir doch mal ein bisschen was verraten jetzt hier, Leute. Oh, die Mole-Technik dauert lang. Mole-Technik dauert lang. Aber 1,18 ist ein super Kurs. Aber ich hab gleich das erste Loch schon leer gelutscht und... Oh, da ist eins. Und da sehe ich auch schon eins. Das heißt, wir gehen erstmal zu dem Hole. Und dann gehen wir zu dem Hole. So. Notfalls kann ich ja hier nochmal splitten und dann da wieder aufsplitten. Mole, Mole, Mole. Oh, guck mal, hier muss ich eh splitten. Da ist auch eins. Zack. Aber hier, Freunde, hier in dem Feld ist ja gar nichts. Verkauf, verkauf, verkaufen. 89. 88. Bauen wir noch einen Wagon. Für Silo. Oh, da habe ich eins. Da haben wir eins. Endlich hat der Maulwurf mal seinen Zweck erfüllt. Was? Wieso? Nein, verkauft da! Verkauft noch Red! Nein, einer nicht. Einer macht Silo. Ja, wartet ab, hier kommt gleich auch wieder neues Oil. Aber du siehst, du musst echt diese Maulwürfe, ne, die picken halt nur so sporadisch. Und guck mal, Alter, hier sind zwei so kleine Popelpfützen, ey, die bringen mir gar nichts. Der Turm ist völlig useless. Dann ist das hier gleich wieder der Superturm. Weil die finden hier nichts, die Maulwürfe, nichts. Noch gar nicht richtig wirklich Geld gemacht, weil ich nur Maulwürfe hier sehe. Aber egal, Freunde. Oh yeah. Da habe ich was. Ich glaube, wir halten den Turm am Laufen. Oh, diese Verbindungsdinger kaufen war geil davon. Das, also, das war ein sehr sinnvolles Upgrade. Guck mal, wie sich alle Maulwürfe hier zu dem Loch hin bewegen. Ich habe euch da hingesetzt, hier oben. Vielleicht noch einen hier. Und zack, angezapft. Raus mit dem Müll. Okay, da bleibt es auf 45. Hier können wir erstmal... Ah, 82 ist der beste Kurs im Moment. Es macht Sinn. Es macht alles Sinn, Freunde. Warum findet der hier nichts? Da müssen ja so kleine Öldinger sein. Weißt du, wenn jetzt hier irgendwo eins noch versteckt ist. Ihr habt es ja gesehen beim letzten Mal, dass da... wie schnell da mal so ein Quellchen durchrutscht.
Aber 82 ist immer noch der Hammer, Alter. Also diesmal... Diesmal haben wir einen guten Kurs, Leute. Oh, ich glaube, ich muss mal hier noch einen Wagon einstellen. Und hier auch nochmal einen Wagon einstellen. Mach bitte nicht so viel Spillage. 86. 86, es steigt, Freunde. Noch ein Wagen. Wie viele Wagen brauche ich denn hier? 90. Left, left. Oh, jetzt alle left. Richtig hart verkaufen. So, einer macht noch Silo. Einer macht noch Silo. Boah, jetzt befördere ich es wieder zutage, Leute. Jetzt kommt das Geld rein. Jetzt mache ich Geld. Jetzt mache ich Geld. Richtig gute Ölvorkommen gefunden. Nochmal hier, Mole. Ich schicke einfach immer Moles in die Erde. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Die buddeln sich dann hier so ein bisschen sexy durch. Boah, es geht auch wieder an $4. Weg damit. 10 Wagons brauche ich auf jeden Fall. Haben wir bis jetzt immer gebraucht. Oh, $4. Ich bin so happy. Ich bin so happy, Freunde. Ich bin so happy über $4. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass hier nichts mehr ist oder da. Aber anscheinend... Anscheinend gibt es da nichts mehr zu holen, Guys. Das halbe Jahr ist auch schon wieder rum. Ich sehe jetzt so keine massiven Quellen mehr, die ich irgendwie ausschöpfen könnte. Was bedeutet das, wenn es so ein bisschen dunkler wird? Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten, ne? Soll ich mal noch so einen Bowler holen? Ne? Na komm, das sind die letzten. Also viel mehr Moles können wir ja eigentlich nicht mehr setzen. Oh nein, da geht's wieder runter. Kurse, was ist hier los? Na komm, der zapft aber hart. 90. Sehr schön. Oh! Ach so. Hm. Was ist das da? Warte mal. Ach, nee, Moment. Das ist, glaube ich, Dreck auf meinem Monitor. Ich kratze mal eben hier. Ja, könnte ein alter Popel gewesen sein oder so. Nee, keine Ahnung. Aber manchmal fliegt einem halt die Stulle aus den Zähnen oder so, wenn man hier vorsitzt und irgendwie wahnwitzige Dinge passieren. Hold too fast forward. Okay, jetzt der eine Turm eh alle. Und Riot Inc. verkauft im Moment zu einem Superkurs. August haben wir jetzt. Ich sauge jetzt die beiden Löcher da leer. Was soll's, Leute? Guck mal, Alter, wie viel Asche wir machen. Ich werde da stehen wie der King. Ich werde da stehen wie der King. Oh, oh, aber hier ist der King. Wird das Bild nach oben kleiner, wenn man sich weiter nach unten gräbt, oder was? Ich habe das Gefühl, das schrumpft da oben, oder? Oder hat es was mit der Zeit zu tun? Keine Ahnung. Oktober? Oh, 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 oh. Hier ist der gute Kurs, Leute. Da ist der gute Kurs. Saug das Ding in leer. Ja, voll. Alter, und die haben sich nicht um dieses Grundstück gestritten, ne? Die haben sich nicht um dieses, um irgendein anderes. Da bin ich aber mal gespannt, ob er auf seinem Grundstück richtig dick Asche gemacht hat. Na, ich schaffe wieder keinen Bonus. Da musst du ja schon richtig hart für die Saugertechnik kennen. Okay, solange es jetzt links nicht über 82 geht, brauchen wir eh nichts mehr machen. Alter, fast! Es fehlten 3 Tropfen! Dann hätte ich die ganze Karte leer gesuckelt. Alter! Wow, ihr habt euch um dieses Grundstück geprügelt. Tja, aber ich nicht. So, Freunde, das war's mal wieder von heute für... das war's mal wieder für heute von mir, von meiner Seite aus. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Tag oder was auch immer ihr gerade für eine Zeitrechnung habt. Tag, Nacht,
weiß ich nicht, nehmt Dinge vor, erreicht Dinge, und lasst euch da draußen nicht verarschen, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen, es war mir eine große Ehre, wir sehen uns beim nächsten Mal, auf Wiedersehen.